So, es ist jetzt soweit. Ich bin jetzt hier an der Raststätte auf der A1 Richtung Bern und Lyon. Das ist die erste Etappe von unserer Abenteuerreise mit dem Bentley da hinten. Bentley Azur aus dem Jahr 2000. Und ich habe den Auftrag bekommen, dass ich den nach Spanien bringen muss. Es gibt eine dreitägige Fahrt mit diversen Zwischenhalten und von denen berichte ich dann später. Im Moment sitzt im Auto noch mein Beifahrer und Kollege, der Paul Knoos, und er wird mich dann auch ab und zu mal ablösen beim Fahren. Und jetzt gehen wir Richtung Lyon. Das ist jetzt der Parkplatz La Grue. Da der Grierzersee vor uns. Wir stehen jetzt gerade da und wie das so ist mit alten Männern, die müssen ein bisschen. Jetzt geht es dann weiter Richtung Genf. Kurz vor Genf machen wir dann mal eine Mittagspause. Das Auto läuft wie ein Örgeli. Da steht er. Und das erwartet man eigentlich auch von einem Bentley, auch wenn er etwas älter ist. Wunderbar, wir sind jetzt in Vevey angekommen. Auf dem Weg nach Lyon. Wir sind hier, ja, jetzt ist ein bisschen See und ein bisschen eine Brücke. Nach 3 Kilometern, Ausfahrt rechts nehmen. Hör auf, Tante, immer drin schwätzen. Viadukt. Schwierig. It's very nice and beautiful. Chauffeur, wie geht's dir? Also mir geht's bestens. Wir haben jetzt schon die erste Etappe bald erreicht. 100 Kilometer sind wir in Lyon. Und freuen uns auf den Ausgang. Jetzt geht es hier über den grossen Viadukt, oh, über das Tal rein. Und dann geht es direkt ins Loch hinein. Jetzt kommt das Loch, das ist noch viel. Ja, so wie der Gotthard-Strecke, gell? Ja, von Tunnel auf Brücke, von Brücke auf Tunnel. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier in Lyon angekommen. Unser erster Etappenort beim Hotel B&B. Der Kollege ist jetzt gerade schauen, wie wir hier ausladen müssen, respektive wo dann die Tiefgarage ist für das Auto. Es ist hier ein bisschen Puff, Volksfest in der Gegend, Straßen gesperrt und so weiter. Aber wir schaffen das sicher. Wir sind beim Garibaldi, schau da. Wunderbar. Und so sieht das Schnittmuster aus. Und da einen. Da sind wir jetzt gerade. Da. Wunderbar. Da. Jetzt fahren wir von da nach da. Gut im Video. Ich muss nur das hohe Geschwätz dann wieder loswerden, was ich jetzt da mache. Der Computer. Oh ja. Es gibt so Sensorenzeller. Ah, okay. Das ist ja gut
zoomt rein. So jetzt. Und rein läuft er. Jetzt läuft er. Jetzt läuft er. Muss ich noch mal etwas sagen? Ja, genau. Oh, das ist toll. Oben ohne. Unter dem Bett von Paul, wo da oben schläft, steht unser nettes Auto an einem total sicheren Ort. Und dann nochmal zurückschwenken, trinken wir jetzt unser erstes Feierabendbier in einer netten Atmosphäre am Pool. Aber relativ kalt. Das war in Basel. Meine Frau ist Basel. Genau, ja. Basel ist denn wunderbar mit Brücke und ohne Baustelle. Nein, ich kann ja das Zoom, oder? Wir sitzen hier am Beach von Biarritz.
Nach einer dreitägigen Fahrt quer durch Frankreich. Der Bentley ist immer noch heil, hoffentlich. Steht im Moment in einer Tiefgarage. Und wir suchen ein passendes Restaurant hier am Beach von Biarritz. Willkommen in San Sebastian. Oh, ich habe das Handy vergessen. 760, ich weiß nicht, was das andere ist, oder? Aber das obere ist sicher Hektopascal. 1010. Paul Knoos, Kaffeepause. Wir über